Eine Rettungsgasse sieht definitiv anders aus. Das hier sind Aufnahmen der Feuerwehranröchte während eines Einsatzes. Und man kann deutlich sehen, dass viele Auto- und Lkw-Fahrer erst reagieren, als der Einsatzwagen mit Blaulicht und Martinshorn unmittelbar hinter ihnen ist. Und das ist unser erstes Thema heute in der Lokalzeit Südwestfalen. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Drama ist das, wenn es um Minuten geht. Und der schwere Busunfall in Bayern rückt das Thema Rettungsgasse wieder in den Fokus. Und damit auch ein besonderes Projekt hier bei uns. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein harmloser Marienkäfer, ist der Schrecken aller Kleingärtner. Das hier ist die Larve eines Kartoffelkäfers. Und wenn die erstmal einen Kartoffelacker zwischen den Zähnen hat, dann gibt es kein Halten mehr. Es wird gefressen und gefressen. Und das war es dann leider auch mit der Kartoffelernte. Später ist es dann der ausgewachsene Käfer, der zwar nicht mehr so viel frisst, sich aber fleißig vermehrt. Und das hat er offenbar wirklich auch getan, denn er ist wieder da. Der kaltblütige Kartoffelkiller. Unbekannte Täter haben den Jugendtreff in Finnentrop verwüstet. Wie die Polizei heute mitteilt, müssen die Unbekannten dort vergangene Woche eingebrochen sein. Sie demolierten verschiedene Einrichtungsstücke wie Möbel, Computer und Monitore. Und außerdem beschädigten sie den Raum und ließen Computerspiele und Zubehör mitgehen. Schaden insgesamt ca. 2000 Euro. Immer weniger Dörfer beteiligen sich am Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft. Im Kreis Siegen-Wittgenstein sind die Zahlen sogar auf den niedrigsten Wert seit 1964 gesackt. Und auch in allen anderen Kreisen Südwestfalens machen weniger Dörfer mit. Heute ist davon aber noch nichts zu spüren, denn die Nachfrage nach Wohnraum ist riesig und deshalb wird auch fleißig gebaut, auch in Freudenberg. Theater draußen geht auf jeden Fall im Sommer, aber auch noch vieles mehr. Kochen zum Beispiel in der Freiluftküche ist ein neuer Trend im heimischen Garten. Allerdings mit allem Zip und Zap auch ziemlich teuer. Es sei denn, man mag es eher rustikal und fragt Rüdiger Ramme. Der hat in dem kleinen Schrebergarten, in dem er dieses Jahr regelmäßig im Einsatz ist, mal seine Kompetenz als Küchenexperte unter Beweis gestellt. Wechselhaftes Wetter. Wir sind da schon verlässlicher. Wir sind morgen um 19:30 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss. Thank you.